Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück in der Hölle. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Jack and Dexter 2. So, hier haben wir das letzte Mal aufgehört, Leute. Ja, das ist das Problem. Ich meine, wenn wir eine gute Kombination... Aua, Mann, du Arsch. Wenn wir eine gute Kombination aus MG und Schrotflinte haben, ist das, glaube ich, des Schlüssels Erfolg. Ich gehe jetzt mal hier lang. Ah, wobei ich sehe gerade, dass... Nee, es bringt nichts. Wir gehen doch hier lang. Das ist wirklich so, wie ich gedacht habe. Wenn wir einfach geradeaus gehen, in der Hoffnung, dass das der kürzere Weg ist, dann landen wir da hinten im schlimmsten Falle sogar in der Sackgasse. Und das würde ich jetzt einfach nicht riskieren. Wow! Boah, hier wäre echt hilfreich, wenn wir diese Echo-Macht noch hätten. Aber da ich Idioten vor ein paar Folgen hart verdrückt habe und die ungewollt aktiviert habe, ist leider nichts mehr mit Groß-Echo-Macht. Das ist nämlich so eine Stelle, die ist dafür prädestiniert, die vernünftig einzusetzen. Weil ich kann mir nämlich auch gut vorstellen, dass dieser Anfangsbereich hier sogar noch ziemlich harmlos ist. Ja, glaub mir, ich habe auch schon mit dem Flehen angefangen. Es bringt bei Naughty Dog aber nichts. Oh, sorry. Das tut mir leid, der arme Kerl. Aber er lebt noch. Ich habe Rücksicht genommen. Scheiße, ich bin zu nah dran. Weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Boah, manchmal hast du hier aber auch so viele Optionen, dass du den ganzen Stress komplett vergisst, dass hier auch noch eine Nahkampffunktion im Spiel implementiert ist. Alter, das werden immer mehr statt weniger. Boah, das, man kann hier so leicht runterfallen. Ich habe noch nicht mal die Möglichkeit, hier mit dem Weitsprung an Entfernung zu gewinnen, weil man hier einfach so leicht runterfallen kann. Alter, was eine Chaosstelle. Ja, genau. Wer war das denn jetzt schon wieder? Leute, das wird jetzt ein Try and Error. As fuck. Das kann ich euch sagen. Ich werde das jetzt ein, zwei Mal noch mit euch probieren. Dann muss ich den Mist echt ohne euch machen. Sonst könnte das einen ganzen Part hier füllen. Verdammte Axt. Oh, da könnte ich ja schon wieder auf die Barrikaden gehen. Wir werden jetzt bei dem Versuch, das ist jetzt der vorletzte Versuch, wo ihr mitleiden dürft. Bei dem Versuch werden wir jetzt nochmal probieren, diesen Weg hier zu gehen. Ich glaube aber, man ist hier mit dem MG echt besser bedient. Und beim letzten Versuch, den ich da mal mit euch machen werde, gehen wir dann mal den anderen Weg. Ich glaube zwar, dass der noch schwieriger sein könnte. Aber Versuch macht klug. Wie die Devise hier bei Wishes TV ist. So, 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 jetzt haben wir es aber. Jetzt haben wir gerade Platz. Ich traue mich aber auch hier nicht, diesen Schnellsprung zu machen. Weil ich dann entweder in die Selbstschussanlage hier reinrenne. Ich kann aber auch den Dingern da oben kein Damage machen. Was wollt ihr hier alle von mir? Ich hab nix. Scheiße, jetzt ist auch noch mein fucking MG leer. So, erstmal hier hin. Weg, 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 weg. Ich brauche Munition. Nee, dafür gehe ich jetzt nicht nochmal extra zurück. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das Spiel erkannt hat, dass ich so wenig Munition... Oh Mann. Oh, die müssen hier aber auch solche Scharfschützen sein, ne? Okay, 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 das sieht gut aus. Bis jetzt haben wir nur einen Hit kassiert. Wir gehen außen rum. Da machen wir einen großen Bogen drumherum. So, jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich hier nicht eingekesselt werde, weil ich gehe davon aus, die meisten werden hinter uns gelatscht sein. Das sieht gut aus. Nein! Oh, wie assi! Habt ihr das gesehen? Wo sind die... Oh, fuck! Ich fange wieder an, die Übersicht zu verlieren. Scheiße! Jetzt stehe ich mitten zwischen zwei Raumschiffen. Die müssen weg, 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 weg. Alle weg! Alle weg! Ich hab nichts! Ich hab nichts von sonst! Geht alle arbeiten! King Kong ist nichts im Vergleich zu mir! Verdammt! Leute, was habt ihr aus Jack und Dexter gemacht? So actiongeladen hatte ich die Scheiße nicht in Erinnerung, nee. Alter! Das ist ja Weltkrieg hier. Ich muss hier raus. Keine Ahnung, wo ich jetzt hingegangen bin. Ich habe keine Zeit, auf die Minimap zu gucken. Ich muss hier einfach weg. Nein, nicht. Nein, was zum Fick, Alter. Da hinten ist das Ziel. Boah. Boah, Leute. Boah, wer die Mission designt hat, ne? Junge. Tret mir nicht unter die Augen. Glaub mir. Weil dann lasse ich dich die Mission spielen und jedes Mal, wenn du stirbst bei der Mission, kriegst du einen Stromschlag von mir verpasst.
Gucken wir mal, wie sehr du die Mission dann feierst. Ich gehe mal echt davon aus, dass wir gegen Ende, weil da so viele spawnen, dass wir da Glück brauchen werden und einfach blind links durchrushen müssen mit der Schrotflinte. Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht. Du hast da ja keine Millisekunde mal, um deine Gedanken klar zu räumen und in irgendeins davor mal, nein, einen Plan zu machen. Ich will die Munition haben, verdammt. Ja, da hinten kommen sie wieder. Da dachte ich, komm, wir haben jetzt mal Glück. Indem ich das eine Momento da mitnehmen konnte. Aber nee. Pustekuchen. Die legen hier jedes Glück, was du eventuell haben könntest, auch nochmal als Negativum aus. So, weg, 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 weg. Du Scheiße! Oh, fuck! Dexter, mach was! Tanz, lenk sie ab! Tu irgendwas! Mach dich nützlich! Was ist hier los? Boah, ja! Verdammt! Leute! Ja, ich kann nicht springen, ich kann nicht... Nein, Mann! Das war doch... Mann! Dieses Drecksgame, da ist eine Sackgasse. Ja Gott, noch eins, Alter! Diese eine Millisekunde, die hättet mir ja wenigstens geben können, Mann! Das... Hör auf, da hinten zu ballern, ey! Oh Gott! Meine Güte, ey! Seid ihr penetranter als jede Ex-Freundin? Stirbt! Oh Gott! Boah, da kann ihr aber auch das Adrenalin hochschießen bei dem Mist, ne? Komm, nein, ich wusste es! Ich wusste es, verdammt! Irgendwann ist das Spiel so darauf programmiert, dass es dich erwischt. Ist einfach so. Gott, noch eins. Zwei, dreimal kannst du ausweichen. Der dritte, vierte Schuss ist immer Treffer. Das ist so unfair. Weil ich kann hier nicht springen. Und das wisst ihr. Das wisst ihr ganz genau. Ich wollte jetzt mal geradeaus gehen, ne? Damit wir es einmal gemacht haben. Hört auf da zu schießen, Alter. Leute, ich muss mich hier konzentrieren. Ich kann dabei nicht labern. Es geht überhaupt nicht klar. Es ist auf jeden Fall keine Vollsackgasse, wenn man direkt geradeaus geht. Oder? Bevor ich die Schnauze aufreiße. Doch, es ist eine Sackgasse. Ich wusste es. Das ist so typisch Naughty Dog. Ich hab's mir gedacht. Verpiss dich. Gibt es nichts mehr. Sexuelle Belästigung. Ich rufe den sexuellen Belästigungsband an. Ja, super, jetzt haben wir natürlich unnötig Munition vergeudet. Und Nerven. Warum ist denn jetzt schon wieder hinter mir einer? Das natürlich hat er überlebt. Wie sollte es auch anders sein? Oh, sorry, Leute, ich muss mich jetzt hier gerade mal hardcore konzentrieren, ey. Das Spiel ist überhaupt nicht Let's Play tauglich, wenn man es nicht zu 100% in- und auswendig kennt. Und jetzt juckt auch noch meine Nase. Geht weg, Mann! Ich will mich kratzen! Meine Nase juckt! Ich traue mich hier noch nicht mal Start zu drücken. Aus dem ganz einfachen Grund, wenn ich dann wieder ins Spiel reingehe, habe ich die volle Orientierung verloren. Schwöre ich euch. So. Der kommt! Widerstand ist weglos. Ja, da sagst du was. Ich kill die hier jetzt erstmal. Vielleicht bringt es ja doch was. Verzweiflung macht erfinderisch. Sobald du die Passagen hinter dir hast, spawnen sogar noch mehr. Wie gesagt, lieber Designer dieser Mission, besuch mich, ich setze dich auf den Elektrostuhl und jedes Mal... Elektrostuhl ist ein bisschen hart. Ja, irgendwo, wo man dann... Oder ich gebe dir so einen Hundehalsband. Diesen abartigen Mist, den Leute nehmen, weil sie zu blöd sind, mit ihren Tieren vernünftig umzugehen. Und jedes Mal, wenn du... stirbst bei der Mission oder einen Hieb abbekommst, unfair, kriegst du sofort einen Schlag. Das ist immer die beste Methode, um den Designern ihre eigene Medizin schmecken zu lassen. So. Munition, Munition, Munition. So. Okay. Noch sieht's gut aus. Ein falscher Schritt, einmal zu gierig und das bedeutet für uns das sofortige Aus.
Die haben aber auch diesen Bereich richtig auf diese Action-Sequenz hier jetzt designt. Das sieht man richtig. Ich laufe richtig. Denn, ne, man kann natürlich wunderbar von der Entfernung aus hier schießen. Das meine ich eben. Ich will halt schnell immer in die Nähe der Häuser, damit genau sowas nicht passiert, damit die mich nicht von anderen Ende der Brücke in irgendeiner Form abknallen können. Ja, jetzt haben wir. Ja, jetzt sind wir genau an der Stelle. Einer! Willst du mich verarschen? Och Leute, das ist eine Schweinerei, ist das, ne? Die zwingen mich, Gas zu geben und da vorne spawnt der Gegner. Das ist zum Kotzen. Herrgott, noch eins. So, jetzt konzentriere ich mich mal zu 100%. Ihr macht den Mist jetzt mit, Leute. Das muss festgehalten werden. Was für eine Drecksmission das ist. Ihr leidet da jetzt mit. So, aber ich konzentriere mich jetzt. Es bringt sowieso nichts, die hier abzuknallen, weil es sowieso immer dieselbe Stelle ist, wo sie mich überraschen. Wo laufe ich eigentlich gerade lang? Ich laufe richtig. Verfickte Axt, noch eins. Tut mir leid. Verdammt! Diese scheiß Selbstschussanlagen, es wäre schon schwer ohne die Dinger. Herrgott, noch eins. Sag mal, bist du behindert, Jack? Leg doch die Knarre nicht weg. Doch.
natürlich liegt die Munition da hinten. Warum sollte sie auch bei mir liegen? Ist ja nicht so, als wenn ich sie nicht brauchen würde. Doch, brauche ich. Das gibt es nicht, Mann. Was soll denn der Mist? Wer hat sich diesen Mist ausgedacht? Meine Güte, noch eins! Komm schon. Nein! Komm schon. Boah, mein Herz, Leute. Mein Puls. Komm schon. Oh Gott! Wir sind noch nicht raus aus der Nummer. Wir müssen das Ding noch abgeben, oder? Gott, Leute. Ja! Scheiße! Boah, wehe, wehe, wagt euch! Boah, da wäre ich jetzt, ohne Witz, hätte ich jetzt die PlayStation durch mein Zimmer geschmissen. Boah, jetzt ist mal ein bisschen Ruhe eingekehrt. Nee, Leute, das lasse ich euch ungeschnitten. Die Hölle, die müsst ihr euch antun. Junge, was ein Chaos. Ich kann euch noch nicht mal sagen, wie ich das jetzt geschafft habe. Das ist wieder so einer dieser Missionen, wo ich dann am Ende sage, ja, wenn ich sie jetzt sofort wiederholen würde, ich würde wieder 3, 4, 5 Mal sterben, 100 pro.
weil da teilweise wahrscheinlich einfach nur Glück mit im Spiel ist, wie die Gegner dich treffen, weil mehr als in Bewegung bleiben und darauf achten, dass du nicht runterfällst ins Wasser, mehr kannst du eigentlich nicht machen an der Stelle. Boah, Leute, ey. Haben wir's. War aber auch, glaube ich, die schwerste Stelle überhaupt in allen Jack-Teilen. Ich glaube, so eine Stelle werden wir nicht nochmal haben, so schnell. Was sagt die Zeit? Die Zeit sagt, ja, Überlänge-Part sagt die Zeit, sehr schön. Ich werde jetzt einfach noch, fahren wir rüber zu dem Affensymbol da noch. Ich glaube, das müsste die Hellseherin sein. Beziehungsweise, ja, der Affe, der für die Hellseherin übersetzt, wenn ihr euch erinnert. Und dann werden wir da die Folge beenden. Meine Güte, noch eins, dieses Spiel. Also, ich weiß schon, warum das immer eine lange Zeit braucht, bis ich mich da wieder dran setze. Das ist sehr nervend aufreibend. Das ist wirklich sehr nervend aufreibend. Doch, muss man sagen. Und dann dabei ist noch zu Let's Playen, macht die Sache nicht einfacher. Ne, weil beim Let's Playen muss man immer noch drauf achten, ne, dass man was erzählt. So, dieses Moderative kommt noch da hinzu, ne, drauf achten, was man erzählt und so weiter. Oh, ganz schlimm. Oh, Leute. Wenn die Selbstschussanlagen nicht wären, oder wenn die Gegner zumindest nicht nachspawnen würden, dann wäre das alles ein ganz anderes Bier. Aber naja. Es war jetzt so, wie es war. Wir haben jetzt eine halbe Stunde. Ja, man muss noch die 5 Minuten von der letzten Folge mit draufrechnen. Aber wir haben jetzt knapp 35, 40 Minuten dafür gebraucht. Hält sich noch im Rahmen. Aber wisst ihr was? Wir fliegen jetzt zum Schatten. Dann können wir es da. Können wir da die Folge beenden. Die Nerven wieder sammeln. Und beim nächsten Mal wieder frohen Mutes, lebensfroh in eine weitere Folge Jack 2 Renegade starten. Sobald ich irgendwie ansatzweise auf die Minimap gucke, ne? Crasht irgendeiner der Idioten in mich rein. So, die KI, die ist aber auch wirklich wahrscheinlich sogar noch drauf programmiert, mir im Weg zu stehen. Was natürlich auch hier krass fehlt, ist, dass es keine Overworld-Karte gibt. Also ich kann nicht mal eben auf eine fertige Map oder so zugreifen, dass ich die Map mal im Ganzen sehe, sondern wir müssen uns halt wirklich nur auf die Minikarte hier fokussieren. Mehr haben wir nicht. Und ich glaube, auch das ist bewusst gewählt worden, um den Schwierigkeitsgrad ein bisschen hochzudrehen. Gerade was diese ganzen... Meine Güte, noch eins. Gerade was diese ganzen Zeit fahre durch die halbe Stadtmission angeht. Ja, Jack 2 hat nicht viele Fans. Ich war einer. Ich bin es irgendwo noch immer. Es ist nur gerade wirklich... Hä? Ah ja, okay. Also, ja, das Spiel will wahrscheinlich nicht, dass ich abkürze, ne? Das wird's wahrscheinlich sein. Wie fliege ich denn jetzt hier gerade? Diese verkackte Map, Alter. Da blickt doch kein Mensch durch. Mein Getriebe ist im Arsch. Sehr geil. Nein, du sollst das nehmen. Dankeschön. So, hier jetzt lang... Ich will doch nur zu dem blöden Schatten. Wo ist der Arsch? Kann doch nicht sein. Den probieren wir jetzt schon seit 2 Folgen zu finden. Entweder fahre ich die ganze Zeit wie ein Vollidiot dran vorbei. Nein, nicht da hoch. Unten lang. Alter! Ja, da ist diese scheiß unsichtbare Mauer. Aber wisst ihr was, Leute? Ich habe erstmal genug Jack für heute. Ich werde den scheiß Schatten suchen, das mache ich privat und wenn wir dann da sind, starten wir da die nächste Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wir haben auf jeden Fall diese Drecksmission jetzt geschafft und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht mit Let's Play Jack 2. Können wir eigentlich schon unsere Spielzeit einsehen? Na, guck mal, wir sind schon bei 6 Stunden. 6 Stunden und haben circa die Hälfte, kurz vor der Hälfte. Da kommt noch einiges. Gut, bis dahin, Freunde, haut rein, ich wünsche euch was, euer Wishes.